Ja, dann wohl jetzt die letzte Stage, würde ich behaupten. Tja, mal gucken. Hey, guck mal, da ist Sigma im Hintergrund. Ja, und du interessierst dich einfach nicht dafür. Erstmal woanders drin. Vielleicht gefällt dir der besser. Wahlweise auch der. I will go ahead and destroy the power generator. Ist das nicht das letzte Mal auch schon gemacht? X, you go upstairs and destroy Sigma's body. Nee, das letzte Mal hat er den Computer kaputt gemacht. Ja, okay. Aber ja, er haut schon wieder ab. Warum ist er überhaupt aufgetaucht, wenn er sowieso nur abhaut? Ja, irgendwer muss den Generator kaputt machen. We meet again, X. It was easy to corrupt that fool Doppler. And now I would have succeeded if you hadn't interfered, wie auch immer. But we are always destined to meet. Oder destined? Destined. Destined. Aren't we, X? Let the eternal struggle begin. Okay, so langsam. Aber sicher nervt mich Sigma. Ja, jetzt schon. Geht schon los. Der Siggi. Good old Siggi. Wenigstens ist Zero abgehauen. Muss nicht nochmal mit mir labern. Nee, er haut nicht nochmal die Wand kaputt. Der Move war zu anstrengend, den kann er nur einmal bringen. Oh. Meine Fresse, X. X? Ja, genau. Oh, ich hasse es. Wieso? So. Sag mal, kommt man eigentlich hoch ohne den Luftdash? Natürlich. Naja, von der linken Seite. Ja. Sprintwarnsprung. Zur Not. Aber ich mach den Aufstieg auch nie. Ja, ich nenne mal gerne den Captain America Sigma. Irgendwie habe ich überhaupt keine Ahnung warum. Ich auch nicht, die Leute sagen manchmal komische Dinge. Ich bin mir noch nicht wirklich sicher, wie ich diesen Standardflammen ausweichen soll. Wobei, eine Idee hätte ich. Die Sigma-Fights sind immer so super seltsam. Warum? Weil du immer ganz komische Taktiken machen musst. Findest du? Zum Beispiel? Naja gut, der allererste Sigma-Kampf. X1. Ja, und der X2, denn dieser komische 3D-Kopf? Ja. Fand den jetzt nicht verkehrt. Ekelhaft wurde er halt, als er dann
beim Teleportieren versucht hat, einen zu erwischen. Wogegen man dann nicht viel machen konnte, wenn er einen erwischt hat. Fähigkeiten noch wenigstens vernünftig funktionieren würden. Ja, genau, Luftdisch, anstatt einfach Wandsprung und dann Luftdisch. Warum auch nicht? Das ist zumindest offensichtlich die beste Taktik, um ihn so zu besiegen. Damit kann ich einen No-Hit machen. Oh, ich hasse die... Meine Fresse, wieso muss diese Stage so super nervig sein? Die hat nur zwei Sorten Gegner und nur zwei Passagen. Und ist trotzdem nervig genug, dass ich mir denke, muss das wirklich sein? Kann man nämlich einfach mich direkt vor dem Boss raussetzen und gut ist? Nein. Sigma hat immer die nervigsten Stages. Sigma hat immer die nervigste... Kacke. Oh, warum machst du den scheiß Luftdash nicht, wenn ich ihn dir sage? Ich drücke hier die Taste ja nicht zum Spaß. Nein, ich muss die Taste 20 Jahre drücken, damit es funktioniert. Was? Du hast die Taste gedrückt? Ah, du wolltest doch bestimmt abbrechen, oder? Ja komm, gib zu. Ja, genau. Ich wollte nach oben dashen. Das war genau die Intention, die ich jetzt hatte. Ja, früher habe ich ihn tatsächlich immer nur mit diesem Chip besiegt, als ich noch nichts von der goldenen Rüstung wusste. Da habe ich mich dann immer gefragt, wie soll das eigentlich ohne gehen? Also nachdem er jetzt sein Schild geworfen hat, ist es, macht der Captain America Sigma sogar noch viel mehr Sinn. Schon, gell? Ich habe vorher schon überlegt, ob ich auf den ersten Wurf warten sollte, bevor ich das überhaupt erwähne, aber hat ja noch gepasst. Hm? Alles gut, ich habe nur getrunken und der Strohhalm geriet außerhalb des Getränks. Okay. Also war das mit anderen Worten ein Strohhalm zieht Luftgeräusch. Richtig. Das klingt jetzt so, als würdest du jetzt gleich sagen,
Das war jetzt so ziemlich das Letzte, was du eigentlich hören wolltest, und ich habe jetzt irgendwie in irgendeiner Form deine Gefühle verletzt. Absolut. Ich merke das. Es tut mir auch fürchterlich leid. Mhm. Solltest du auch. Ja. Oh Mann, ey, du sollst keinen Dash nach oben. Mein. Okay. Ich hasse es, wenn die Mechanik nicht so funktioniert, wie sie so. Meine Fresse! Was wäre denn. Mal einfach einen scheiß Wandsprung zu machen. Oh Mann. Es ist ja nicht so, als würde ich das jetzt so schwierig finden, die Phase. Es ist einfach so, dass Mega Man nicht das macht, was ich ihm sage, und deswegen sterbe ich. Die Taktik habe ich doch schon längst. Zumindest für die, für Mit-Upgrades. Ja, wieder kein Wandsprung, danke. Natürlich kacke, dass das Schwimmschild alles abwehrt. Macht das jetzt jedes Mal? Scheinbar. Jetzt macht es doppelt. Mhm. Ja, toll. Da ist noch so viel Platz im Raum. Ich habe schon mal erwähnt, dass mir die Sigma-Fels immer auf den Sack gehen. Dezent. Wenn ich sie dann ohne Upgrades mache, machen die Sigma-Fels immer super viel Spaß, aber so mit Upgrades sind die Sigma-Fels ultra nervig. Zumindest war es in den ersten zwei Teilen so. Ja. Oh. Was verstehst du an einem Wandsprung nicht, Ex? Offensichtlich das Springen. Gegen Wände laufen kann er ja ganz gut. Kann er ja ganz gut, meine Güte. Nicht wahr. Okay, das wollte ich testen. Das funktioniert auch. Muss ich nicht jedes Mal drauf hoffen, dass ich treffe. Boah, ich bin jetzt voll aufgeladen, den Chip. War wohl nicht für aufgeladen. Mist. Und hast das Gefühl, langsam so ein bisschen mehr Verständnis zu bekommen? Ja. Auf
jeden Fall das Gefühl, dass ich jetzt ein Problem habe, weil das Schild jetzt doppelt wirft. Wie man? Ich muss weiter höher. Okay. So. Well done, X, but I'm far stronger than my previous forms. Na hurra. Behold the power of the ultimate battle body. Okay. Jo, geil. Willkommen in der nächsten Phase. Mhm. Dass es noch eine Phase geben würde, hätte ich mir schon gedacht, aber... Ich würde eigentlich sogar noch eine dritte Phase erwarten, aber... Wobei... Ich glaube eigentlich, dass das letzte ist. Sonst... Gegen Sigma hat man sonst auch immer noch zweimal gekämpft, sonst war es immer noch irgendein Vorcharakter oder sowas. Zero oder sein komischer hässlicher Hund. Aber jetzt muss ich erstmal die erste Phase viel besser überstehen, damit ich genug HP habe, und dann muss ich irgendwie verstehen, was die zweite Phase eigentlich von mir will. Und du sollst einen scheiß Wandsprung machen. Du sollst einen Wandsprung. Hallo X. Ich weiß, du kannst nicht viel, aber ein bisschen solltest du schon können, als super übermächtiger Roboter, Reploid-Dingens, Kackteil, mit 50.000 Upgrades. Das war doof. Sehr schön. Erstmal von ihm abgewandt hinstellen. Mhm. Du, es wird jetzt nicht ich. Wen interessiert denn, wo du bist? Kaiser Sigma. Und ja, das Zeug macht alles gut Schaden, wenn man nichts hat. Das hab ich mir schon gedacht. Sehr, sehr, sehr viel Schaden.
mich raten, ich muss wieder voll aufgeladen angreifen oder so. Ja, du hast ihn schon mal getroffen. Ja, aber... nur diese komischen Extra-Teile, oder was? War das eine Frage? Ich hatte das Gefühl, dass es so ist. Aber ja, du kannst mir die Frage gerne beantworten. Nö, ihn trifft alles. Du musst nur richtig treffen.